Nächste Runde gerne. Warum nicht? Von mir aus gerne. So, gucken wir mal, was wir Schönes am Anfang da so zu liegen haben in der Mitte. Da irgendwas Cooles bei ist, oder ob ich sage, ich mache einfach, gehe voll auf random Shit. Okay. Jetzt die Kassadin. Na, Lulu hat schon eine Recurve. Oh, habe ich nicht mehr gekriegt, wahrscheinlich, ne? Na, Drexler gekriegt. Na, ist egal. Was soll's? Das Item ist gar nicht schlecht. Die ist halt so immer so richtig schön, so ganz entspannt, einfach irgendwas spielen. Achso, ich brauche die Itemliste. Momento. Uno, Momento. Kein zweites Item. Na gut. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Void zweimal. Das machen wir doch. Packen wir da den da rein. Dann haben wir schon mal den Void-Buff sicher. Ist im Early ganz gut. Ich denke mal, dass das mit dem Void-Buff auch gut funktionieren kann, dass wir erstmal ein bisschen uns auf der. Mit ein bisschen Leben dann dabei sind noch. Leslie und. Lockett. Können Lockett stacken. Nee. Ja, Kassadin, willst du heute noch angreifen oder willst du noch 2 Stunden daneben stehen? Item. Nein. Nein. Der hat gesessen auf jeden Fall. Noch ein Kassadin und noch ein Kha'Zix. Sehr schön. So, denn da? Garen Graves, noch ein Garen. Vayne. Spielen alle Noble, oder? Jetzt erstmal eine Void Buff. 50% Armor Ignore ist ganz gut. Locket ist auf jeden Fall in Ordnung, aber es ist halt nicht gut. Ah, eine Träne. Oh, wait, warte mal. Komm schon. Los. Oh, oh, wait, 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 warte mal. Was ist. Den hier mit. Dann nehme ich den Shen mit. Speed of Shooting. Packen wir mal auf den drauf. Das sollte ganz gut sein, denke ich. Spielt irgendwer Assassins? Nee. 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 Der spielt gegen mich. Naja, der spielt gegen mich. Oh, der gewinnt gegen mich. Das ist ja jetzt unlucky. Oh, 6. Wird denn den auch noch? Oh. Okay, gut. Never mind. Krass, okay. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich so hart auf die Nase kriege. Da ist noch ein K6. Bis jetzt kein weiterer Dings, ne? Ja, fürs Level Up und pack den Shen noch rein. Ich bräuchte noch ein K6. Ich bräuchte noch Rek'Sai. Ich bräuchte ein paar Assassinen. Ja, haben wir alle keinen Bock. Na gut. Bisschen weiter unter in den, unten in den ersten Rounds bis hier hinten hin ist halt eigentlich auch kein Problem, weil du halt doch relativ viel Shit dann wieder kriegst später. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Oh, der hat auch gelevelt. Leute, das ist doch schon wieder der. Gegen den habt ihr eben gerade auch schon gespielt. Das ist doch dumm. Zweimal gegen denselben?
Shen kann nicht mehr ulten, aber dafür stirbt sein Graves und seine Tristana ist auch instant down. Zack, diesmal gewinne ich das. Oh, danke. Meine Güte. Ich könnte für den Brawler noch mitgehen. Ich könnte Warwick noch mit dem Brawler gehen. Ich habe dann aber relativ wenig Damage. Na gut. Noch ein Kha'Zix, zweimal Warwick. Damit wird erstmal der Shen ausgetauscht. Nehmen wir den Brawler-Buff lieber mit. Und da ist noch ein Assassin. Kriege ich nämlich auch nochmal einen Wild-Buff mit dem Rengar. Bin zwar blank, aber das hat sich gelohnt. Ich habe 4 rausgekauft jetzt hier aus der Runde. Und ich habe noch einen Level 2er gekriegt. Das denke ich mal ganz gut. Ja, mein Warwick ist halt Level 2, deiner ist nur Level 1. Verdammt. Ja, Ari ist jetzt auch down. Der ist auch tot. Sehr gut. Dann habe ich den nächsten enthundert. Titit. Bin ich zwar jetzt halt wieder weiter relativ weit hochgerutscht, aber ja, mein Gott, da gibt es Schlimmeres. Noch ein Ding. Das kann ich dem auf irgendwem sinnvoll nutzen? Ja, Kha'Zix kriegt dadurch mehr Damage, ne? Aber das ist jetzt wirklich irgendwie sinnvoll wäre, glaube ich nicht. Ja, hier noch den Wild Buff dann mitnehmen. Wenn ich Level 5 hätte. Die hätte ich gerne. Wo den scheiß Item hat, ne? Rek'Sai wäre schon cooler mit der dem Welt. Oder halt irgendwas anderes mit einem guten Item. Aber damit hätte ich halt die dann einen Assassinen mehr. Ich glaube, ich gehe auf Eve, wenn ich sie kriege. Vorausgesetzt ist natürlich, ne? Ich bin ja in der letzten Rotation mit drin, also ich muss ja eh gucken, was ich bekomme. Oh, wait. Ich darf jetzt schon raus? Moment. Ah, lol. Das ist ja hart, Regal. Den spielt halt keine Assassin, das finde ich gut. 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 Ich glaube, ich habe da gerade einen Kassadin gesehen, oder? Ja, sehr gut. Und noch ein Warwick. Schön. Dann nehme ich den Wildbuff noch mit. Spielen wir auf Low Economy und hoffentlich High Reward. Gucken wir mal. Der White Buff ist halt richtig gut, jetzt gerade auch noch, weil ich jetzt auch noch die Assassinen dazu drin habe. Void und Assassin ist halt echt gut. So, 2, 4, 5. Ich bin mit einem mehr als er drin. Jetzt muss der Wolliver muss gefokust werden als erstes. Da hinten, damit der weg ist. Ja, der. Boah, das wird aber gehen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. So. Long. Ja, der Shen ist jetzt erstmal nicht so wichtig, sag ich mal. Ich glaube, da gibt es bessere. Hätte ich nochmal einen Brawler. Das bringt mich aber nicht weiter. Ich lasse das mal erstmal so, wie es ist. Was ist denn nochmal? Ach ja, Locket. Habe ich ja da auch. Ups. Das ist richtig komisch. Strange. Als wenn er irgendwelchen Müll gemacht hat. Relativ früh Level 5 gehittet, fällt mir gerade auf. Space, das ist der da. 92. Der hat einen Pike. Das ist gemein, den hätte ich gerne. Und der hat Pirate. Ja, tötet Gangplank bitte. Tötet Gangplank, bevor er seine Dinger machen kann. Danke. Ja, und Kassadin sollte nicht unbedingt den. Ja, gut, okay. Ist jetzt egal. Ich meine, ich bin das trotzdem, aber. Kassadin hätte besser hitten können. wieder eine Runde nix? Okay, aber wir haben jetzt eine Creep-Runde, deswegen würde ich jetzt mal nichts kaufen. So, das ist zu weit. Dann hüpfen die zu weit danach rüber, alle beide. Danach rüber, holy shit. Nach darüber. Oh, Gottes Willen.
So. Wieder, oh, der hat immer noch 93, genau wie ich, und der hat 95. Jetzt hätte ich gerne ein schönes Item. Ich springe beide nach da oben. Das ist jetzt nicht so 10 von 10, aber es könnte funktionieren. Die Frage ist, welches von beiden Viechern stirbt zuerst? Der da. Okay. Das ist in Ordnung. Ein Item. Gib mir ein Item. Zum Glück ist das bald vorbei. Also klar, es gibt halt immer noch Random Items, aber es gibt halt dann später ja jetzt mit dem nächsten Patch, der dann demnächst rauskommt. Für TFT gibt es dann halt auch zusätzlich dann nochmal sichere Items. Und zu bestimmten Zeiten und Slots. Ich kriege gerade einfach keinen weiteren Assassin. Das sagte er und kam in den Assassin. Ich muss hier eigentlich auch schon wieder drei rauskaufen, ne? Schön, brauche ich halt später für Ninja. Jetzt einmal Kha'Zix, einmal Zed, einmal Elise. Elise, sag ich schon. Eve drinne stehen. Ja, aber mal gucken. Oh, ich vergesse, die wieder rüber zu ziehen, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay. Das ist jetzt. Ah, doch, aber sie können hinterspringen. Also zumindest einer. Ja, genau. Sehr schön. Schön auf die Rageblade Vayne hätten. Kha'Zix, das ist schön. Jetzt, zack. Oh, wait, what? Ich habe aber wenig Damage gekriegt gerade. Egal, sie ist trotzdem tot. Jetzt geht noch der Spear of Shuchin down. Genau, sehr schön. Das gewinne ich auch. Damit müsste ich Erster werden. Vorübergehend natürlich. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Nein, brauche ich nichts. Ich hatte die Rek'Sai, aber ich habe halt keinen Space für Rek'Sai. Aber ich kann erstmal den Shen verkaufen. Lul. Da hat der erste eine Level 3 Tristana. Sehr schön. Achso, ich muss die wieder hier rüberziehen. So. Da haben wir die erste Level 3 Tristana. Das ist ja nicht so schön. Kafido. Einen Schritt raus. Ja, sie gehen einen Schritt raus. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Dass der Kassadin jetzt auf den haut, finde ich jetzt nicht so geil. Aber. Springer. Jetzt springt drüber. Sehr gut. Ah, ich verliere das, weil mein Kassadin scheiße. Mein Kassadin, sag schon, mein Kha'Zix blöde gefokust hat. Schade. Ich muss die beiden doch noch tauschen. Da ist meine Winning Streak vorbei. Nein. Da habe ich nochmal einen Warwick, sehr schön. Ich muss die beiden doch noch tauschen. So, dann habe ich hier noch einen Rengar. Da ist Cutter. Und noch eine Rek'Sai. Sehr gut. Dann kann ich beide kaufen. Sehr schön. Sorcerer und Wild hat der hier. Na, Rivet hat einen Schnellstern. Das Blöde ist nur. Ah, gut, okay, Vega hat jemanden noch Level 2 gehittet. Das ist sehr gut. Das müsste Vega nur sterben, bevor er nochmal hitten kann. Ja, sehr gut. Rageblade auf Kassadin. Das ist auch hart, glaube ich. Könnt ihr bitte den Kha'Zix töten? Nein? Okay, gut. Ja, ne? Ja, der hat auch noch zwei Kha'Zix stehen. Das ist ärgerlich. Aber ich bin ein bisschen runtergerutscht. Gibt es jetzt hier irgendwas, was ich brauche? Also was ich für einen Champions haben will? Oder kann ich auf ein Item gehen? Ich glaube, ich kann auf ein Item gehen. Ja, ich gehe auf ein Item. Ich würde auch auf einen Nightshot. Nee, wir haben keinen Dings, ne? Okay. Geh mal für das BF. Ah, Draven ist OP, aber es ist jetzt. Ich will jetzt auch nochmal kein Draven spielen. Nicht schon wieder. Kann man ja auch nicht immer das gleiche spielen, ne? So, da war ein Kha'Zix. Ich habe ihn gesehen. Gib ihn mir. Danke. So, dann kann der raus.
Da, Spike. Oh mein Gott, endlich. Ich gehe jetzt zweimal rein fürs Level ab. Nehmen wir Pike. Nehmen wir. Gott, keine Ahnung. Ich pack Pike rein, sicher jetzt einfach mal kurz. Gucken wir mal. Ah, noch ein Assassin-Buff jetzt noch mit drin. Ah, das ist kacke. Oder? Laufen die weit genug raus? Ja, tun sie. K6 Focus Divine, das ist in Ordnung, I guess. So, da sind zwei tot. Durch diesen Bonus-Crit, das ist halt jetzt richtig gut. Das gewinne ich jetzt auch. Irgendwann habe ich noch gegen den verloren, jetzt gibt mich das. So, sehr schön. Nur mein Rengar ist gestorben. Mein Rengore. Da ist noch eine Eve. Muss ich mit Pike gegen Eve erstmal tauschen. Und GA, nee. Aber ich hatte jetzt nämlich noch ein Level 3, ein Level 2er drin. Hab ich nur noch Rengar, fehlt mir noch. Und ja. Das könnte interessant werden. Jetzt ist die Frage, sie springen da hinten hin und töten den Lucian zuerst. Nur Tristana. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Der spielt Ganzlinger. Mit ihm aber nicht viel. Ganzlinger Pirate. Uff. Ist ja fast down. Hat ihm ja jetzt eigentlich irgendwie nicht so viel gebracht. Na, er kriegt halt viel Gold. Er hat ein gutes Income. Ich meine, er hat eine Dreier-Interest, aber... Echt jetzt? Warum eigentlich immer, wenn ich aufnehme? Jedes Mal. Gefühlt. Irgendwelche Geräusche von draußen. So. Ringer und K6. Sehr schön. Dann habe ich Ringer jetzt auch Level ab. Wir haben eine Level. Zweite Level 3 Tristana. Das ist die zweite, oder? Okay, das wird so nicht funktionieren. Das heißt, ich muss eh früher oder später. Ne, warte mal, dann gehe ich den Kassering, kaufe ich den wieder. Bringt mich nicht weiter. Bringt mich nicht weiter. Na dann, werdet mal Invis und greift irgendwas an. Und jetzt, und gib mir bitte Items, das wäre super. Ah, das ist schon mal eins, das ist sehr gut. Das sind ein paar mehr Items. Red Buff will ich nicht. Thornnail. So, das. Ach, das Disarm-Item. Ne, das will ich auch nicht haben. So, noch eine zweite Cutter. Oh nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich will nicht disconnecten. Ne, Stream ist auch kurz weg. Aber ich werde hoffentlich gleich wieder reconnecten. Komm schon. Ja, ich habe auf jeden Fall reconnected und ich war fleißig am Gewinn. Super. Ich spiele gegen den Geist. Ne. Lol, der hat schon Level 3 Graves, Alter. What the fuck? Komm schon. Spear shooten. Ah, okay, gut. Dann halt so. Ich sehe nur einfach gerade keinen Gegner. Ich hoffe, dass mein Stream auch gleich wieder reconnected. Hopefully. Ah, da ist der Gegner. Lord Spoilman. Ja, was ist das unter mir? Komm schon, Stream. Geh wieder online. Da ist noch ein K6. Ich verpasse mal Shen und gehe dann da lieber dafür. Könnte der Stream jetzt bitte reconnecten? Ich hab hier, ja, das wäre geil, wenn das alles das wäre, ne? Aber ist es nicht. Das Item gibt es hier gar nicht. So, bin wieder da, sorry. Needlessly und BF, ne, Negatron, ich könnte halt ne. Ich glaube, das mache ich mit BF und Negatron.
Oh, das war das falsche. Was? Habe ich. Hä? Habe ich jetzt das falsche Item genommen? Bin ich jetzt schon doof? Na egal. Ist jetzt halt so. Ist doof gelaufen. Oh, die gewinnen das. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Ah, lol, ich hab ihm. Ich hab das falsche Item aus Versehen an K6 gelegt. Ah, ärgerlich. I see. Ich wollte ihm das BF geben und hab ihm aber aus Versehen das andere gegeben. Na, ist egal. Ist ein kleiner Täter. Uff, drei Assassinen hier drin. Ich werde nachher eh nicht groß weiter auf Warwick gehen, deswegen kommt der raus. Dann habe ich noch einen Cutter. Ich will eigentlich auch noch die Eve haben. Cutter, Pike und Zed. Der ist halt schon Level 2. Weil der hat eine MF da hinten rumsitzen, ne? Könntet ihr die bitte töten, bevor sie ulten kann? Danke. Oder bevor sie 4 ultet? Sehr gut. Sehr schön. Gewinne ich das? Das gewinne ich. Oh, das könnte noch echt knapp werden. Ein Giants Bait hier. Oh, jetzt einmal schön durch und plong. Ui, das war knapp. Also knapper als gewollt. So, jetzt kommen wir wieder in die Pick Round. Da ist eine Akali. Da ist meine Akali. Die will ich haben. Die nehme ich. Gucken, ob ich sie kriege. Das war ja so. Da ist das fertige Item weg. Lass mich raus. Jetzt meine Akali. Yay. Da habe ich meine Akali. Sehr gut. Ich habe ja jetzt noch keinen Ninja drin. Ich könnte halt erstmal weiter Pike behalten und danach dann einfach auf kann ich hier geguckt, was da unten drin ist. Pike und Zed. Das ist gut. Ja, Zed. What? Achso, Akali ist jetzt drin und das will ich aber eigentlich noch gar nicht. Jetzt hat gerade mal überlegen, ob ich den mal kurz rauskaufe mit dem Pike. Noch eine Cutter. Hm. Ich pack mal ein Level rein. Oh. Tanks und Ash. Jetzt bin ich mal gespannt. Springen sie Richtung Ash? Ja, zwei springen Richtung Ash. Das ist schon mal gut. Muss Ash nur noch sterben? Ja, das sieht sehr gut aus. Der Freeze war nicht schlecht. Reicht aber nicht. Mein K6 ist immer noch da. Shane, das ist unten die F. Kriegt man das BF von mir? Ja, das bringt halt nichts, ne? Weil die halt. Lol. Und der Blitz. Das ist ja krass, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass der Volleyball-Blitz wirklich aus dem Himmel kommt. Große Scheiße, würde ich sagen. Okay, ist die letzte Runde von der Creep-Runde. Ich bleib mal dabei, wie es jetzt gerade ist. Den Wild Buff werde ich eh auflösen müssen. Den Wild Buff kann ich erstmal noch behalten. Und. Tja, keine Ahnung. Das am besten mache. Ach, schon wieder, aber diesmal gegen seinen Geist. Uff. Könntet ihr bitte die Ash töten? Danke. So, der ist auch down. Ja, das sieht doch besser aus. So möchte ich das öfter sehen. So, down. Gut. Ich bin gewonnen. Das heißt, ich müsste jetzt über 50 Income haben, ne? Also. Ist das über 50 Income? Thornail. Da ist noch ein Zed. Rek'Sai. Ah, ich warte mal, ich würde mir jetzt keinen Zed kaufen. Ja, ich bin ja nicht zufrieden mit den Items, die auf ihm sind eigentlich, aber er hat jetzt halt hier den Ionic Spark.
Er macht gerade keinen Damage. Ich habe, glaube ich, wieder einen Reconnect. Ja, da ist Nummer 2. Ich habe schon drauf gewartet. Gucken wir, ob ich Items kriege. Ein bisschen Masks. Eigentlich habe ich nur darauf gewartet, dass das passiert, weil das passiert, wenn dann immer gleich zweimal kurz hintereinander. Das hat jetzt länger gedauert, ist okay. Komm schon. Ja, ich bin reconnected. Und ich habe ein Item gekriegt. Oh, ein Recurve Bow. Ich darf den aber nicht benutzen, weil, warum? Das ist ja schön. Gut, dann eben nicht. Ich kann gerade gar nichts bewegen. Was soll das denn? Was soll denn der Müll? Warum kann ich denn jetzt gerade... ich konnte keine Einheiten bewegen. Ich konnte nichts raussetzen. Ich kann... Jetzt hat er die Level 1-Karte raus. Jetzt geht's wieder. Kann ich auch... Nein. Curveball. Oh ne, warte mal. Das brauche ich gar nicht. Das ist totaler Quatsch. Komm schon, Frexa, ihr schafft das. Ja, gut, okay. Knapp, aber sie haben es geschafft. Also wenn dann so, bitte, ja. So. 4 Assassinen, damit hätte ich 5 und damit hätte ich 6 Assassinen. Aber hätte halt dann keinen Void Buff und hätte keinen. Die ich da noch rausziehen. Schwer. Ich brauche nur noch einen Kha'Zix. Danke, endlich. So. Noch, da ist noch ein Rengar. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Oh, die FLG ist böse. Aber. Ja, da hinten hat auch noch den Exide stehen, aber ich gewinne das, glaube ich, trotzdem, oder? Ist jetzt ein bisschen davon abhängig, wie mein Team jetzt den... Ja, haha, alter Schwede. Okay. Okay, das war jetzt kacke. Da ist noch ein Set. Ich glaube, ich muss tatsächlich den... Void und den Brawler Buff auflösen und dafür die Assassinen reinnehmen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Machen wir den weg. Dann ist den. Ich habe eine Chain Vest drauf. Und das hier. Kriege ich die für den Phantom Dancer. Kassadin noch weg. So, jetzt kann ich hier noch ein bisschen. Nicht jetzt. Hab ich Pike überhaupt? Pike gar nicht, oder? Oh, sehr schön. Das war jetzt kacke, weil die ganze Zeit da. Okay. Das funktioniert ja nicht so, wie ich das gerne hätte. Da ist auf jeden Fall. Oh, da ist auch mal Kali mit Double Recurve Bow. Das könnte kacke sein, weil das Ding ist halt, wenn ich sie jetzt nehme und ich krieg den zweiten... Ach, egal. Ich brauch sie halt Level 2, das ist, glaube ich, besser. Oh, Leute, ich bin schon unter den ersten 4. Sehr schön. war da nicht eben nochmal Akali unten drin? Ah, ich habe das vor dem Reroll gemacht, wa? Das ist ja jetzt ärgerlich. Den brauche ich gar nicht. Jetzt kriege ich wieder Pike. Bei der Recurve. Da ist es egal, welche von beiden ich jetzt nehme. Juliette, okay. Tötet die Ash bitte, Leute, und zwar schnell. Der Phantom Buff hat leider den Kha'Zix getroffen. Das ist kacke. Das ist auch kacke, dass die Kindred halt einfach nicht stirbt. Ich muss sie. Ich muss das anders machen. Ich muss den auf die andere Seite setzen, damit die Assassinen. Also den Warwick auf die andere Seite setzen, damit die Assassinen durchkommen. Da ist er kein.
Jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt kommen sie doch durch. Jetzt ist sie doch gut aus. Meine Assassinen machen jetzt schön viel Damage auf meine Ninjas. Noch zusätzlich mehr Damage. Das finde ich jetzt aber... der Kali-Crit. Das sah gut aus. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. So. Und jetzt muss ich das hier ein bisschen splitten. Ich hoffe, dass das funktioniert. So irgendwie. Ja, müsste ganz gut gehen, oder? Keine Ahnung. Guck mal. Da ist noch ein Ringer. Den schäme ich auch noch mit. Easy peasy sein. Schon wieder kein Item. Spiel! Bitte! God damn it. Uff. Ärgerlich. Wir machen mal eine Nullrunde jetzt hier. So. Gucken wir mal, ob wir es überleben. Wenn nicht, wir sind mindestens Dritter geworden. Ist auch okay. Ich glaube, ich packe Cannon nochmal sogar nach da, damit das noch ein bisschen weiter weg ist und Cannon vielleicht auch noch die Chance zu ulten. Glaube ich, die bessere Variante. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, nee, nicht da. Geht auf. Ja, gut. Ja, so ist das gut. Das will ich sehen. Alter Schwede, wie die gerade durchpratzen hier. Klong. Holy shit. Schön viel Damage. Schön viel Damage. Mach ich nix. Da ist noch eine Cutter. Bringt mich das weiter? Nee. Ja, läuft ganz gut, dafür, dass ich zwischendurch einmal doch relativ hart gedroppt bin. Läuft gerade relativ gut, das ist richtig. Ich denke tatsächlich, ich sollte das erstmal so lassen. Gucken wir mal. Ich weiß halt nicht. Spider-Man, komme ich da jetzt raus oder ist das. Ah, ich kämpfe gegen den Geist. Das ist aber auch gut. Kein Problem, ich glaube, das ist sogar der Geist von Spider-Man. Der geht Noble und. Irgendwie einen anderen komischen Kram. Nobel, Jordel. Irgendwas? Der überhaupt einen Jordel-Buff? Ich glaube, kein Jordel-Buff, oder? Wir sind auf jeden Fall Zweiter. Wupp, wupp. So, da wir jetzt aber sowieso in Richtung Entscheidung gehen. Das ist schön, aber ist nicht unbedingt so. Das, was ich haben will. Mal, da ist noch ein Eve. Ich jetzt halt noch einen Cannon. Oder einen Shen. Oder weder A noch B. Weder A noch B noch C, sondern was zu naschen. Das geht auch. Okay, gut. One of Nature Rerun bringt mich eh nicht weiter. Von daher. Guck mal, oh, Double Pike. Der hat Pirate. Der hat aber gar keinen richtigen. Oh, alter Schwede, ist die Kay gerade geplatzt. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Komm schon, tötet die Tristana. Ihr müsst die Tristana jetzt töten. Ja, das ist gut. Das könnte knapp werden. Oh, das könnte sehr, sehr knapp werden. Holy moly. Okay. Ich muss jetzt darauf achten, ob er umstellt oder nicht. Haben wir hier noch was Schönes für mich drin? Ja, ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Naja, Spatula ist mir egal. Wittenkamm. Und ich will die. Das Rageblade auf. Quatsch, das Rageblade. Das Hextech Gunblade auf. Kha'Zix haben. Wo ist er? Da ist er, okay. Hextech Gunblade. Kann sich noch ein bisschen selber healen. Uff, nee, die Akali kriege ich eh nicht mehr voll. Da ist noch ein Rengar.
Da ist noch ein Cannon, danke. Den haben wir Level 2. Dann gucken wir mal. Oh, ich habe jetzt vergessen zu gucken, ob er geswitcht hat. Nee, er hat, ja, hat ein bisschen umgestellt, aber er hat der Force of Nature fertig. Wie hat er denn? Ist das strange. Wie hat er denn das Ding? So komisch. Oh, da ist die Kelloti. Ah, aber mein K6 regelt. Ach, er versteckt sich da in einem Busch. ich brauche jetzt noch einen Ranger. Na, den Set nehme ich auch. Und auch den Shin, damit der auch noch Level 2 hätte. Sehr gut. Baut er irgendwie um? Ja, der wird immer noch genauso stehen wie vorher auch, ne? Ja, der ändert gar nichts. Ah, doch, er hat Kindred nach da gepackt und Kay dafür nach da. Weiß nicht, ob das was bringt. Gucken wir mal. Ich komme jetzt anscheinend zu ihm. Oh ne, er kommt zu mir. Gucken wir mal, ob ihm das weiterhilft. Oh, ich glaube eher nicht so, weil jetzt sind die beiden instant gepoppt. Jetzt stirbt da hinten auch noch was, da auch noch. Und der stirbt auch schnell. Und... oh, fast! Ah! So close. Jetzt hätte ich die Akali doch schon voll gekriegt, oder? Ich brauche den nämlich gerne. Oh, wait. Das ist ja. Das ist. Kacke. Warte. Hier ein bisschen verteilen. So. Uff. Das ist ja der Herald, du. Der hat einen Ludens. Der hat einen Ludens. Einfach durchdasht. Komm schon. Geh drauf. Leute, ihr schafft das, oder? Ja, ihr schafft das, sehr gut. Lohn oder auf? Kata macht ja eh Splash Damage. Das ist ja halt doch Akali, glaube ich, ganz gut, oder? Kennen? I don't know. Ich geb's Kata. Hat der irgendwas anders? Müsste die jetzt einfach so stehen? Kann er auch machen. Meinetwegen. Ist das egal. Schon wieder kein Ranger gehittet. Schade. Er lässt sie tatsächlich genau so stehen. Oh, 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 eins. Er schafft es nicht mehr, sie komplett umzustellen. Er stellt sie ganz komisch hin. Na dann. Gucken wir mal, ob komisch besser ist. Ich hatte hinten auch noch einen Kartus drin stehen. Okay, die hat. Kartus ultet nicht mehr. Der ultet nicht. Doch, das gewinne ich jetzt. GG! GG! Ja, ist doch noch gewonnen. Sehr schön. Cool. Nehmen wir. Nehmen wir. Läuft. Sehr schön.